Wir starten wieder in Startup Company. Willkommen zurück, ich bin Dennis. Das ist unsere kleine Firma mit ihrer Webseite Wellwatch. Das hat nichts mit dem Angucken von Brunnen zu tun, was man vielleicht denken könnte, sondern es geht darum, dass man gut guckt. Ja, Wellwatch. Bisschen wie Wellness für die Augen sozusagen. Das wäre, das ist unser Slogan. Wenn ich, ja, ich meine, ich arbeite ja im Marketing, also in der Realität, und insofern kommt mir sowas natürlich leichter über die Lippen als anderen Leuten, aber das ist es natürlich. Das ist, Wellwatch ist natürlich Wellness für die Augen. So. So läuft das. Ich gucke mir mal an, was mein Vertriebsleiter macht. Der hat mittlerweile hier zwei Leads an Land gefischt, also zwei Möglichkeiten, wie wir Geld verdienen können. Und jetzt muss man verstehen, was das hier bedeutet. Der von diesem Lead bezahlte CPM-Mindestbetrag, wenn alle Aufrufe garantiert sind. Okay, also bei 1000 Aufrufen würde er mir bei Video $6.40 oder sowas zahlen. Okay, verstehe ich noch nicht so ganz. Maximale Anzahl der Aufrufe, an denen dieser Lead interessiert ist. Gut. Dann würde ich jetzt mal vielleicht meine Mega-Café-Kollegen hier mir schnappen. Ach so, momentan kann ich noch gar nicht werben, weil ich noch gar keine Werbefeatures habe. Okay. Was sind denn Werbefeatures? Werbefeatures wären... Momentan kann ich ja auch noch... Ich muss alle Features maximal aufwerten, bevor ich ein nächstes Framework... Ich nehme an, dass ich dann mehr Features habe. Okay, ich kann jetzt also auch gar nicht gucken, welche Feature-Möglichkeiten es noch gibt. Dann müssen wir jetzt erstmal die Webseite ein Stückchen verbessern. Wir sind leider beim Maximum der aktuellen Entwicklung angekommen. Unsere Servernutzung ist auch gleich relativ voll. Da müssen wir mal gucken, wie wir da vorankommen. Jetzt werde ich erstmal die Teilenfunktion vielleicht... Nee, die kann ich mir erst später leisten. Ich werde erstmal die Videofunktionalität nochmal verbessern. Auf Stufe 3, so... Jetzt müsste eigentlich, genau, das Maximum an Usern müsste jetzt 20.000 übersteigen. Es steigt sogar relativ schnell, weil die Leute die neue Videofunktionalität echt geil finden. Die ist ja auch super. So. Jetzt sind wir gleich bei 20.000. 20.000, ich krieg $40.000 vom Investor, das ist super. Untätigkeit wird nicht toleriert. Und auch nicht von dir, mein Freund. Du erforscht mal das und natürlich auch das. Das ist immer wichtig. So viele User. Ich muss zugeben, die Leute hier bei Johnson Invest wetten so langsam auf deinen Erfolg. Wie war es denn vorher? Sorry, ich muss hier immer mal was Neues basteln, damit die hier nicht untätig rumsitzen, die Leute. Können wir mal auf langsam schalten. Jetzt müssen wir über Server reden. Wenn du neue Features ergänzt oder verbesserst, brauchst du mehr Recheneinheiten, Serverkapazität. Stelle einen Systemadministrator ein, wie du es mit dem Entwickler und dem Designer getan hast oder mit jedem anderen Mitarbeiter. Füge anschließend einen Mini-Cloud-Server hinzu, indem du deine Webseite auswählst und auf den Reiter Hosting klickst. Benutze deinen Systemadministrator, um die erforderlichen Komponenten zu erstellen. Okay, dann machen wir das doch mal. Kommt hier unten jetzt noch einen Arbeitsplatz hin. Wir suchen uns einen Admin. Sowas ist ja recht wichtig, habe ich mir sagen lassen, in einer Softwarefirma, die was mit Cloud macht. Der ist doch eigentlich schon gar nicht so schlecht, aber wir können ja mal das mal ein paar Stunden laufen lassen. Mal Pause drücken. Was haben wir noch? 116, 100, ja, so. Jetzt müssen wir mal schauen. Die sind wie in der Realität völlig überteuert. Aber hier 116%, das ist doch ganz okay. Okay, oder? So, Luela hat auch einen schönen Namen. Luela habe ich noch nie gehört. Consuela kenne ich, aber nicht Luela. Oder Lula. Oder sowas. Virtuelle Hardware, Betriebssystem, bla bla bla. Okay. Ich sollte aber auf Hosting gehen. Und so einen Mini-Server hinzufügen. Dafür brauche ich zwei Firewalls, zwei Betriebssysteme und zwei virtuelle Hardwares. Und das macht alles er, oder? Virtuelle Hardware, Betriebssystem, Firewall. Bestätigen, alles erforschen. Komm, erstmal alles raus, Warteschlange an. Zwei davon,
Dann auch zwei davon am liebsten, aber geht halt nicht. Anforderungen nicht erfüllt. Okay, was brauchst du noch? Ein Schnittstellenmodul. Dann bau doch erstmal ein Schnittstellenmodul. Digga. Mein Diggerchen. So, ihr macht das ganz toll. Mittlerweile habe ich auch relativ viele Forschungspunkte. Das ist auch gut. Erreiche eine Gesamt-CU von 1000. Was habe ich denn momentan für eine CU? 500. Also ich muss die verdoppeln und ich kriege 500 dazu, wenn ich diesen Server hier hinstelle. Das sollte also kein Problem sein. Gleichzeitig würde ich ganz gerne die Teilenfunktion aktivieren. Dafür brauche ich allerdings noch ein Frontend-Modul und ein Eingabemodul. Noch ein weiteres. Ich brauchte zwei. Okay. Das heißt, das Eingabemodul, das kann er ja dann danach auch nochmal hinschrauben. So, hier haben wir schon die erste virtuelle Hardware fertig. Virtuelle Hardware klingt übrigens komisch, ist aber relativ normal. Man emuliert, also man simuliert praktisch einen realen Computer in einem Computer. Also das kennt ihr vielleicht von Emulatoren von Spielen. Wenn ihr zum Beispiel den berühmten Dolphin-Emulator auf dem Computer laufen lasst, dann wird halt euer, was war Dolphin? GameCube oder Wii oder so? Irgendeine alte ältere Nintendo-Konsole. Ich weiß es nicht mehr genau. Der Emulator ist berühmt, aber ich weiß gerade nicht mehr, was er emuliert. Auf jeden Fall, dann wird sozusagen der Computer GameCube, was ja auch ein Computer ist, wenn auch eine Konsole, aber letztlich ist es ja auch ein Computer, wird dann auf eurem PC, auf eurem Desktop oder Laptop oder was auch immer, simuliert. Der ist ja nicht wirklich ein GameCube da, sondern der Computer tut halt so, als wäre da einer. Und das kann man ja auch mit anderen Computern machen. Also man kann ja also mit richtigen PCs. Man kann ja auf einem normalen Desktop-Rechner zu Hause kann man ja auch einfach drei virtuelle Rechner laufen lassen, auf denen man dann drei parallele Desktops hat, drei verschiedene Spiele. Man kann dann zum Beispiel auch drei Monitore einzeln bedienen und so. Das ist im Heimanwenderbetrieb nicht so nützlich, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht so richtig, wofür man es brauchen könnte. Ich brauche es nicht, aber in der professionellen Anwendung ist das teilweise relativ sinnvoll, weil man dann parallele Prozesse laufen lassen kann. Zum Beispiel auf einem Server will ja zum Beispiel im Verzeihung, will ja jeder User zum Beispiel seine eigene Version von der Webseite sehen, die auf ihn abgestimmt ist. Und das kann man zum Beispiel über so eine Art virtuelle Maschine machen. Dass für jeden User so eine Art kleiner Mini-Computer gestartet wird, der aber gar nicht wirklich da ist, sondern der, also nicht physisch, sondern nur als Programmcode. So, dann haben wir das jetzt hier gleich fertig. Wie weit ist er oder sie, besser gesagt, Luela, meine Systemadministratorin? Die müssen wir demnächst auch mal schulen, wenn die hier fertig ist. Die ist aber super zufrieden. Guck dir das mal an. Das ist ja super. Ich mag es, wenn Leute zufrieden sind. Habe über 100 Forschungspunkte. Das ist grundsätzlich, glaube ich, auch gut. Ich werde jetzt mal hier die Schulung vorantreiben, um vielleicht mal die nächsten Sachen hier freizuschalten, weil ich denke mal, spätestens so bei den nächsten Features werde ich das brauchen. Ja, meine Serverauslastung ist ganz ordentlich. Die ist schon bei 2/3 an einem guten Tag. Wie sieht es hier aus? Es fehlen immer noch ein paar Sachen. Es fehlt vorne und hinten. Also irgendwie ist das Gefühl, dass Nadelöhr ist hier mein Chefentwickler. Aber ich finde es irgendwie komisch, zwei leitende Entwickler einzustellen, weil bei einem Team von nur 6 Leuten, also ich meine, in der Firma arbeiten ja noch nicht so viele, 7 Leute. Bei 7 Leuten gleich irgendwie zwei Chef- oder leitende Entwickler zu haben, ist irgendwie ein bisschen Overkill, habe ich das Gefühl. So, aber heute könnte es tatsächlich was werden mit der Teilenfunktion. Weil das Eingabemodul hat er relativ bald fertig. Da ist er schon bei 20%. Wie sieht es hier mit der Schulung aus? Da sind wir auch gleich voll. Dann können wir da auf die nächste Stufe gehen.
So, die Forscher, da würde ich jetzt mal einen auch in die Schulung schicken. Der andere kann ja weiter forschen, der kann die Schulung. Hier bin ich gleich fertig, das ist cool. Das heißt, dann kann ich da die nächste Instanz hinzufügen, krieg mein nächstes Geld vom Investor. Ah, es geht echt richtig gut voran hier. Mittlerweile habe ich hier bei dem Grafiker so viel Zeug angehäuft, der kann jetzt mal wieder Schulung machen. Das müsste jetzt erstmal wieder ein paar Tage reichen. Die ganzen Grafikkomponenten und UI-Komponenten und so. So, machen wir Päuschen. Verbesserung! Auf Stufe 1 aufwerten. Zack! Geil. Sehr schön. Die Teilenfunktion ist aber immer noch unangenehm niedrig, leider. Aber ich würde trotz alledem überlegen, dass ich die jetzt mal anschalte. Weil das jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied ist. Von Stufe 1 zu 3 ist nicht mehr 0 zu 3. Das heißt, wenn ich die an- oder ausmache, ändert das gerade an der Zufriedenheit nicht mehr so viel. Andererseits wird die Serverkapazität ganz schön in die Höhe getrieben. Und das könnte ein Problem werden. Aber ich kann ja jetzt die nächste Instanz hinzufügen. Und schon ist alles gut. Top. So, dann gucken wir doch mal. Erforscht hier mal die nächsten Server-Sachen. Du kannst ja mal das nächste Schnittstellenmodul schon mal erforschen, weil davon werden wir auf jeden Fall noch welche brauchen. Na also, vergiss nicht, die Serverauslastung im Blick zu behalten. Wenn sie über 100% steigt, wirst du User verlieren. Nun sollten wir uns langsam darauf konzentrieren, etwas Geld zu verdienen. Wundert mich ja sowieso, dass wir so lange damit gebraucht haben. Aber ist ja auch nur realistisch, weil diese ganzen Webfirmen wie Facebook und Google haben ja auch fast 10 Jahre zum Teil gebraucht, um mal wirklich anzufangen, Geld zu verdienen. Das hat ja die ganzen Investoren richtig auf die Palme gebracht. Nun, Geld verdienen. Erforsche und teile zuerst das Feature Textanzeigen einem leeren Featureplatz zu. Als nächstes solltest du einen Vertriebsleiter einstellen und deinen ersten Werbeflächendeal aushandeln. Okay, das Problem ist, ich habe jetzt hier schon ein anderes Feature hingeforscht. Wie mache ich das jetzt? Habe ich jetzt schon verloren? Ich kann das Feature auch löschen. Ich lösche das jetzt und mache jetzt dann doch erstmal das mit den Textanzeigen. Zack! Was bedeutet denn das, dass die jetzt unzufrieden sind, oder was? Konfigurieren. Keine Ahnung, was ich da machen kann. Mit Hilfe von Zeitfenstern kannst du einen Tag in Stundenblöcke unterteilen und so mehrere Verträge für dasselbe Feature annehmen. Okay. So. 24 Stunden. Ich würde jetzt erstmal einen 24-Stunden-Vertrag annehmen, der 112.000 Views knapp generiert. Und da würde ich jetzt dann mal hier diesen, das ist ja hier ein ganz guter Vertrag, der ist ja ziemlich genau das, was ich da auch an Views generiere. Verhandeln. So, garantierte Aufrufe. Aufrufe von gestern. Ich kann ihm also Aufrufe im Bereich 110.000 kann ich ihm auf jeden Fall garantieren. So. Wenn ich die nicht erreiche, dann, ich sag mal, 110 ist in Ordnung, ne? 110.000. Vertragsdauer, machen wir einen Tag. Und es geht um 4.400 Dollar. Läuft jetzt mal 10 Tage. Das mache ich jetzt einfach mal. Zeitfenster Nummer 1, genau. Habe ich nur eins, nur Textanzeigen, keine Bilder, keine Videos, keine Videowerbung oder sonst was. Verhandeln. So. Ich hätte gern aber ein bisschen mehr. Geht das? Angebot senden. Finden Sie das gut? Sie haben mir ein bisschen mehr geboten. Okay. Ich gehe runter auf 420. So. Und dann, das haben sie angenommen. 420 haben sie genommen. Also haben ein bisschen gefeilscht. Sorge dafür, dass dein Ertrag stabil bleibt und antwort auf jeden Deal, der zur Verhandlung aussteht. Sicherlich hast du bemerkt, wie eng unsere Mitarbeiter nun zusammensitzen. Entwickler hassen das. Wir sollten uns um ein größeres Büro kümmern. Wechsel zur Stadtkarte und miete ein größeres Büro. Okay, das würde ich aber, glaube ich, erst nächste Folge machen. Jetzt würde ich gerne erstmal ein bisschen so weiterarbeiten. Nochmal wenigstens 5 Minuten. Um hier mal so ein bisschen, guck mal, der Entwickler hier wird zum Beispiel gleich die nächste Stufe erreichen, am nächsten Tag dann. Um hier erstmal ein bisschen die Früchte meiner Arbeit zu genießen. Ich meine, ich verdiene jetzt das erste Mal überhaupt Geld. Ja.
Heutiger geschätzter Ertrag $383. Das ist jetzt zum Beispiel schon ganz nett. Damit kann man ja schon was anfangen. Bei den Textanzeigen, da muss ich jetzt nichts generieren. Nee, das lassen wir jetzt einfach mal. Gut, dann würde ich sagen, ja, hier verbessern. Zack, verbessert. Jetzt erstmal wieder arbeiten, mein Freund. Arbeiten. Freischalten, freischalten. Freischalten, jetzt haben wir diese neuen Sachen. Dann können wir die alle einmal erforschen. Und dann mache ich erstmal eine Pause. Und nächste Folge suchen wir uns mal ein neues Bürogebäude, wo wir nicht mehr so dicht an dicht sitzen müssen. Und dann besorgen wir uns vor allen Dingen auch mal ein paar mehr Zuschauer, indem ich hier irgendwelche Features noch ein bisschen upgrade. Zum Beispiel kann ich doch die Startseite ein bisschen upgraden. Direkt gemacht. Können wir neue Nutzer uns dazu holen. Super Sache. Na gut, so machen wir weiter nächstes Mal. Also mindestens die nächste Folge schauen wir uns noch an. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut. Ciao.